ist ein schöner Tag für die Arbeitslosen in Deutschland. Kanzler, wir haben hier die Zukunft für 2 Millionen Arbeitslose konzipiert. Ich wünsche Ihnen und uns viel Erfolg, dies umzusetzen. Arbeitslosigkeit ist mein, dein, unser Problem. Und aus Politikern wurden Jünger. Das ist die Harzfibel, mit der ziehen wir jetzt durch die Republik, von Region zu Region, von Stadt zu Stadt. Ausgerechnet der Ideengeber Peter Hartz distanzierte sich von den Gesetzen. Es war ein Fehler, ein Betrug an denen, die jahrelang die Arbeitslosenversicherung eingezahlt haben. Heute ist ein schöner Tag für die Arbeitslosen in Deutschland. Unternehmer Götz Werner schimpfte. Hartz IV ist offener Strafvollzug. Hartz IV quält die Menschen, zerstört ihre Kreativität. Und auch Heiner Geißler, das linke Gewissen der CDU, empörte sich. Hartz IV führt dazu, dass die Lebens- und Arbeitsleistung vieler nicht geachtet wird. Hier wird die Menschenwürde. Wie sieht denn der typische Hartz-IV-Empfänger aus? Na gut, das Milieu ist natürlich ganz vielschichtig. Ich habe, das war ja der Grund auch für meine Kolumnen, mir mal angeguckt, die Entwicklung der Zahlen. Mhm. Wir haben eine im Augenblick historisch niedrige Arbeitslosigkeit, also etwa auf dem Stand der deutschen Einheit, 3 Millionen. Und das Interessante ist, wenn man sich eben die Leute anguckt, die im Hartz-IV-Milieu sind, Hartz IV bekommen, dass die Zahl relativ unverändert ist. Sie schwankt etwa zwischen 4,6 und 5 Millionen. Und das ist ja eigenartig, weil man ja eigentlich annehmen müsste, wenn sich die Arbeitslosigkeit halbiert, dass es jedenfalls auch die Leute, die Hartz IV bekommen, dass sie deutlich weniger werden. Ja. Und das ist eben nicht der Fall. Wie viel Prozent sind denn bei den Hartz-IV-Empfängern die Medizinerin mit den 6 Kindern und wie viel Prozent sind die sich wirklich in Hartz IV eingerichtet das haben? Das ist ja immer ganz schwer zu sagen, weil darüber gibt es jetzt natürlich keine verlässlichen Zahlen. Aber was natürlich mal gucken machen kann, entweder mal selber hingehen und gucken. Also wir auch zum Beispiel Spiele machen. Ich war mit einem Kollegen zum Beispiel mal in Mettmann, in so typischen in einer Gegend, wo viele Leute Hartz IV bekommen. Und das ist eben ganz lehrreich, wenn Sie mal mit so einem Schulzahnarzt unterwegs sind mal so einen Tag und den Kindern in die Münder gucken. Und da stellen zum Beispiel fest, dass eben zum Beispiel ganz viele Zweit- und Drittklässler ganz verrottete Zähne haben, weil die Eltern eben offenbar noch nicht mal eben es geschafft haben, den Kindern den richtigen Gebrauch einer Zahnbürste beizubringen. Woran liegt das Ihrer Meinung nach, dass sich so viele Menschen in Deutschland in Hartz IV eingerichtet haben? Also auch da gibt es, sagen wir mal, macht es einen Riesenunterschied, sind sie alleine. Und dann bekommen sie im Augenblick im Regelsatz 356 Euro. Oder sind sie alleinerziehende Mutter, dann haben sie nochmal das Geld für das Kind plus Wohnung. Oder sind sie eine vierköpfige Familie, da sieht eben die Welt schon ganz anders aus. Dann haben sie etwa 1.800 bis 2.000 Euro netto. Und dafür müssen, sagen wir mal, sie, wenn sie Packer sind oder stehen an der Ladenkasse, sich schon ganz schön anstrengen. Und dann ist irgendwann natürlich die Frage, also wenn sie 2.000 sozusagen vom Staat bekommen netto, ohne was zu tun, warum sie dann eigentlich morgens sich noch um 6 Uhr bei Lidl hinstellen sollen. Jetzt sagen Sie, dass Hartz-IVler in einer Parallelgesellschaft leben, ähnlich wie viele Migranten in Deutschland, und dass das ein Problem für die Zukunft unseres Landes werden könnte. Inwiefern? Naja, Deutschland ist ja ein reiches Land, wie wir wissen, und wir geben zwar 50 Milliarden aus im Augenblick. Ich glaube, dass vor allem dann nur ein Problem wird jetzt mit der EU-Erweiterung. Also wenn Sie zum Beispiel aus Rumänien und Bulgarien zu uns kommen,
dann gilt für sie völlige Freizügigkeit und das heißt auch Zugang zum deutschen Sozialstaat. Da gibt es im Augenblick noch ein paar Hürden, aber ab 2014 auch da große Freiheiten und natürlich für jemanden, sagen wir mal, der aus einem Dorf in der Nähe von Budapest kommt und wenn der schon hört 600 Euro, das ist für den natürlich das Paradies. Und ich glaube, dass wir da mit diesem Zuzug langsam auch an die Grenze stoßen, mit der Belastbarkeit. Klar. Und wie können wir einen Kollaps verhindern, Ihrer Meinung nach? Das ist schwer. Also jedenfalls auf den Europäischen Gerichtshof können wir da nicht setzen. Denn der hat gesagt, also dass die Hartz-IV-Sätze, die in einem Land gelten, oder die Sozialsätze, müssen für alle gleich sein. Also für diejenigen, die kommen, EU-Bürger sind, und für die Einheimischen. Verschlagen Sie vor? Da müssen wir sicherlich mal über die Höhe nachdenken. Okay. Wie denken die Leute auf der Straße über Hartz-IV-Empfänger? Ja, sie wollen nicht arbeiten und ruhen sich halt im sozialen Netz aus. Aber gibt es Gründe dafür, warum die das machen? Weil sie es können. Ja. Die Sorgen, die mir durch den Kopf schweben. Wie finanziere ich die nächsten Monate? Wie bezahle ich meine Miete? Wie bezahle ich BWAG? Wie kriege ich die Lebensmittel ran? Jeden Abend habe ich Magenschmerzen, weil ich weiß, irgendwo muss eine Rechnung immer offen bleiben. Ich schäme mich nicht mehr, aber ich weiß, es ist besser, still zu sein. Es auch Bekannten oder sagen wir Freunden nicht so laut zu sagen. Man fühlt sich halt irgendwo ausgegrenzt und muss damit halt irgendwie sehen, klarzukommen. Und dem muss sehen, dass man halt eben an die Kinder vorbeiträgt. Dass die Reichen bei den Sparpaketen der Politik immer wieder verschont bleiben, damit hat er kein Problem. Es ist gerecht, denn Wochenendeinkauf für 10 Euro bei der Tafel in Kornwestheim. Immer mehr Menschen sind auf gespendetes Essen angewiesen. Und immer öfter sind sie arm, trotz Arbeit. Menschen, die Hartz IV brauchen, trotz Vollzeitjob. In diesem schmucken 2 Millionen Euro Anwesen lebt Schelker zusammen mit seiner Freundin. Bei Hartz-IV-Empfängern kürzen findet er okay. Schließlich hätten die auch einfach nicht genug Antrieb. Das ist so, wenn sie einem Pferd oder einem Gaul einen Klaps auf den Hintern geben, dann ist das auch im Sprung nach vorne. Das sollte auch bei einem Hartz-IV-Empfänger ein bisschen zumindest das Zwicken sein, wo er sagt, oh, jetzt habe ich aber etwas weniger. Und warum? Weil ich mich bemühe. Also kommt sich vor wie ein Bettler. Und man muss einen Stolz runterschlucken, um herzukommen. Und alleine dieser Schritt ist grausam.